So, Tag zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Raft mit der Mr. Smooth und der Eichi. Servus. Da geht der Bahn. Harald, hol mich. Das ging in die Hose. Nö, warum? Ah, schön. Hallo. Bin doch. Warte mal, wenn ich dich so angucke, ganz nah, und du sprichst mit der Stimme. Du meinst so? Boah, leck, ist das gruselig. Ja, heute Nacht, das Gesicht vor Augen, Hilfe. So im Traum, du, weiß ich. Ich kann die Stimme auch für den Rest der Folge behalten. Nee, bin ich jetzt. Nee. Nee, lass mal. Nicht? Nein. Oh, schade. Nee, lass mal. Muss echt okay. Nicht. So. Du darfst sie gern immer mal wieder einschmeißen, aber bitte nicht die ganze Zeit, weil sonst. Kommt böse? Ein bisschen. Ganz dezent. Schwarze Farbe brauche ich. Die habe ich gleich hier rein. Was hältst du davon, nachdem gerade Licht ist, dass ich Günther meinen Köder vor die Nase schmeiße und wir mal eine Runde tauchen gehen? Das können wir gerne. Warum kann ich jetzt nicht streichen? Hä? Ich habe Farbe und. Hast du den Pinsel dabei? Ach, jetzt. Hä, hey, ich weiß wieder, was ich machen musste. Verdammt. Erstmal rechtsklick und die Farbe auswählen. Stimmt, ja. So, okay. Kann ich die Säulen eigentlich. Ja, geil, die kann ich auch streichen. Ist das herrlich. Ach, ich liebe dieses Spiel. Günther ist da, ich kann bloß gerade nichts machen, weil ich habe einen Köder in die Finger. Ich weiß nicht wo. Da ist er. So, komm her. Ich streich ihn mit dem Pinsel an. So, er wird sich jetzt wahrscheinlich eh gleich den Köder holen, dann können wir tauchen gehen. Ich brauche noch was zu essen. Dann ess was. Ich weiß nicht wo. Ganz hinten in der obersten Kiste, geradeaus durch die Tür durch und die Kiste über an der hinten Rückwand ganz oben. Okay. Dann nehme ich mir da mal so ein Ballerchen. Och, ich nehme gleich beide. Ich muss einmal Wels, bist du verfressen. Ja. Habe ich irgendwann mal was anderes behauptet? Nicht wirklich. Also. Ich muss jetzt bloß. Bei mir Lachs. Irgendwo muss ich bloß. Oh, Günther ist am Campen. Ich gehe mal tauchen. Ja, ich komme auch gleich. Ich muss bloß mein Inventar leer machen, weil sonst kann ich nichts einsammeln. Und es ist nirgendwo Platz. Das ist doof. Ein bisschen. Günther, lass dir mal ein bisschen Zeit mit deinem Spielzeug. Ich pack das jetzt einfach mal alles hier rein. Wir brauchen Kisten. Alter, ist das mit der Sauerstoffflasche geil. Wir brauchen Kisten, unbedingt. Oh ja. Ja, ich geh jetzt auch tauchen. Ey, das mit der Sauerstoffflasche ist der Wahnsinn, Junge. Ey, Hammer. Geil! Ich bedenke, sonst habe ich jetzt schon zweimal auftauchen müssen. Okay, das ist gut, das sollte ich jetzt, glaube ich, dann auch langsam tun, aber ich will wissen, ob ich hier unten noch was finde. Finde, ich bin ein findiges Kerlchen. Oh Mann. Wow. Schön! Wow. Wow? Wow? Oh, das hört sich toll an. Das ist geil. Ich liebe die Effekte. So, okay. Kommt auf, auf Junge! Geh doch! So, ich muss auch auftauchen. Günther hat noch Spaß. Günther hat aufgehört, Spaß zu haben. Ja, Günther kommt dich, glaube ich, gerade besuchen. Nö, Günther ist gerade abgetaucht, aber der wird gleich wieder auftauchen. Ja, war nicht so erfolgreich. Nö, nicht wirklich. Mist. Miestiger Mist. Auf der anderen Seite, was mir einfällt, was man natürlich auch machen kann, gut, es zieht sich ein bisschen, aber wenn wir eh an der Insel sind, den Köder möglichst nah ans Schiff werfen und Günther mit dem Speer einfach platt machen, dann haben wir 3 Minuten Zeit zum Tauchen. Wenn wir Günther so angreifen können, das weiß ich gar nicht, ob das klappt. Ja doch, das hast du ja schon betrieben, deswegen hat er mich ja unten an der Insel schon mal erwischt. Echt? Ja, okay. Weil wir den Köder geschmissen hatten und du meintest, mal gucken, ob man ihn da angreifen kann. Ja, er ging von dir weg, um mich zu fressen. Okay. Das weiß ich noch. Ja, gut, dann können wir gerne machen. Habe ich kein Problem mit. Ich sollte auftauchen.
Hätte hier das Wasser mal nachfüllen sollen, nicht der Günther, lass das! Verdammte Axt. Wo ist unser Boot? Wo ist unser Boot? Zwei, drei. Wo ist das Boot? Wo ist das Boot? Günther, bleib weg. Da, wo es immer war. Ja, und ich bin bloß um die falsche Richtung geschwommen und hoffe, dass ich jetzt aufs Schiff komme. Uff. Ach, es ist so warm, Freunde. Es ist so warm. Oh ja. Was hechelst du mir ins Ohr? Ich bin vor Günther geflüchtet. Ich hab noch ein Drittel Lebensbalken. Ach, und deswegen musst du jetzt hecheln oder was? Ja. Oh mein Gott, das ist so scheiße gruselig. Also, die Drop-Chance von Palmensamen ist echt komisch. Manchmal kriege ich vier Stück aus einem Baum und manchmal überhaupt keins aus fünf Bäumen. Warum stehe ich jetzt im Lager und schmeiße meinen Haken nach einer Kiste? Nicht drüber nachdenken. So. Ja. Halt. Das Wasser oh, Mann, das kriegen drin. Die Bäume, bevor es wir trinken, ist klar. Lieber verdurstet und dafür einen schönen Wald vor der Nase. Ja, ne? Ja, ja, genau so ist es. So, kann ich mir noch eine Axt craften. Die Axt hält auch halt echt nicht lange. Ne? Haben wir noch irgendwo Eisenbahn? Boah, gute Frage. Ach ja, ich habe ja eingeschmolzen. Ja, haben wir. Ja, wenn nicht, zur Not können wir auch einfach... Nein, einfach mal gucken, wie es mit der Steinaxt ausschaut. Ich weiß ja nicht, wofür wir das Eisen noch brauchen. Was wollte ich jetzt hier draus machen? Ja, aber genau, ich glaube schon, dass die Eisenaxt wesentlich besser ist. Ich krieg jetzt gleich... Ich brauche Inventarplatz. Wir brauchen echt einen Du hast was fallen lassen. Du hast wieder was fallen lassen. Ja, absichtlich. Wir brauchen echt unglaublich dringend ein Lager. Was? Sachen wegschmeißen. Ja, ich kann ja nicht. Die Kisten sind alle voll. So. Ja, da sagst du allerdings was. Ja, ich baue jetzt halt hier einfach mal ein bisschen das Lager aus. Muss bloß selber gerade noch schauen. Hatten wir nicht noch irgendwo noch mehr Eisen? Lumliegen, ja. Ich mag Lumliegen. Ja, Lumliegen tue ich auch gern. Lumliegen ist schön. Vor allem in der Sonne. Oh ja. Aber nicht bei 40 Grad im Schatten. Wieso? Ey, in den letzten Tagen. Da ist doch erst richtig schön. Zwischendrin ein Bieraufguss, dass die Kruste schön aufspringt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich mag das eigentlich auch, wenn es richtig heiß ist. Aber auch nur, weil ich es einfach überhaupt nicht leiden kann, wenn es arschkalt ist. Dido. Wo ist... Ich hab doch... Hä? Hab ich nicht eine Axt gecraftet? Nein, hab ich nicht. Oder? Hatte ich eine gecraftet und ich hab sie wieder fallen lassen, weil das Inventar voll war? Also ich hab sie nicht. Verdammt. Ich hab nämlich auch keine mehr. Weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich eine gecraftet hab. Nee, hab ich nicht, weil ich hab nur einen Eisenbahn. Nee, passt schon. Eisenbahnen sind hier draußen noch zwei. Ja, ich hab vorhin aus den Öfen zwei Stück genommen und jetzt hab ich noch einen. Also hab ich jetzt erst eine Axt gecraftet. Ah, okay. Ich glaube, ich hatte mir nicht die Axt gecraftet, sondern das, den Bolzen dazu. Ja. Nein, falsche Taste. Mensch, bleib da. So, ich mach uns jetzt mal ein paar Kisten. Ja. Kisten. Bitte, hier liegt auch schon wieder Material rum bei den Bäumen. Dafür brauche ich jetzt aber wieder den Schrott, den ich wieder irgendwo hingepackt habe. Wo habe ich den Schrott hin? Ich habe drei Schrott für dich, wenn du willst. Ich habe 8. Tu mal die 3 her, dann kann ich noch eine Kiste mehr bauen. Hier bitte. Wo bist du? Wo bist du? Ich bin der Mann aus dem Wald. Oh mein Gott. La. So, da trinken wir. Ach Gott. Ja, das ist, wird jetzt in der Anfangszeit noch ein bisschen vermehrt vorkommen. Wenn ich was Neues habe, dann will ich damit spielen. Smooth ist so ein Spielkind, müsst ihr wissen. Ist doch gar nicht wahr. Der spielt gern mit so einem Zeug. Jetzt fehlt mir wieder ein Palmwedel. Ich wäre wahnsinnig. Ja gut, da sind ja genügend da. Ja, zum Glück. So. 1, 2, die Holzfarm 3. Ist komplett abgeerntet und sollte jetzt auch wieder nachkommen. Okay, das Erste, was wir jetzt echt machen müssen, ist Kisten. Lager ausbauen. Ganz wichtig. Bin ich gerade dran? Ja, schon klar. Hier drin ist auch schon alles gestrichen, richtig? Oh, da oben sind ja auch noch Kisten. Jo. Cool. Plastik. So, eine noch dahin.
Aber ich gehe nochmal schnell einen Schrott holen. Du magst dann die Einsortierung hier. Was war jetzt das? Weiß ich nicht. Da hat es bei dir gerade geklappert, dass es nicht mehr schön war. Achso, ich habe mich anders auf den Stuhl gesetzt. Achso. Ich sitze jetzt so auf meinem Bein, so halb schräg. Und wieso greift Harald wieder hier mitten im Boot an? Das ist doch unfair. Das kann ich dir nicht sagen. Das musst du gerade übernehmen. Ich bin nämlich gerade unter Wasser. Ich hasse dieses Mistvieh. Ich habe nämlich gerade nochmal Schrott geholt. Haben wir irgendwo noch Holzplanken rumfliegen? Ja, ich hab Holzplanken einstecken. Weil ich brauche noch 2 Stück. Pass mal auf, ich drop dir hier welche hin. Ein Stack. Ah, Steak. Ein schönes Steak. Oh, Steak. Das wäre jetzt auch was. Nicht Steak. Steak. Ich hätte jetzt trotzdem Bock auf ein Steak. So ein richtig schönes Holzfäller. Boah, ja. Mit 500 Gramm aufwärts. Mit Kräuterbutter. Oh ja. Oh. Ich war letzte Woche auf einem Grillseminar. War auch nice. Saugeil. Die haben Steaks gegrillt mit uns. Und unter anderem natürlich. Also Burger und Lachs gab's. Mhm. Und es gab Eis. Gegrilltes Eis. Okay. War Hammer. War echt hammermäßig. Das wurde so mit geschlagenem Eiweiß. Mhm. Das schlägst du steif und dann packst du es in den Kühlschrank. Dann wird steif gesagt. Wir sind so pubertär. Ist doch gar nicht wahr. Dann packst du es in den Kühlschrank, dann wird das fest. Mhm. Dann kleisterst du das einfach so ums Eis rum. Vanilleeis, Erdbeereis, keine Ahnung. Okay. Und dann kannst du es auf den Grill packen. Das wird dann auch richtig nett. Schön, dieser Eischnee wird dann richtig schön kross und braun und das Eis schmilzt nicht, ist voll geil. Okay, cool. Was haben wir noch gemacht? Kuchen, Schokokuchen auf dem Grill. Bohnen mit Zwiebeln. Auch nett. Was gab's noch? Ja, natürlich. Bohnen sind immer gut. Backkartoffeln, dann Mais. Ja, solange es bloß Backkartoffeln gab und keine Backbalken. Oh, und das Beste war Spareribs. Die waren der Hammer. Die haben die in einem Smoker gemacht, in so einem Spezial-Smoker-Grill. Ding war so groß wie ich. Also 1,80 Meter ungefähr. Da waren 16 Rippchen drin, also komplette Rippen, Schweinerippen. Und die haben die über 16 Stunden über Nacht ganz langsam geschmort. Der ist nachts aufgestanden und hat Holzkohle nachgelegt. 16 Stunden haben die geschmort. Die sind ja gut, das haben wir beim Kumpel draußen auch schon mal gemacht. Also nicht mit Spareribs, aber die sind vom Knochen abgefallen. Das kann ich mir vorstellen. Oh, das war so geil. Das war so richtig schön, geil. schön langsam und gemütlich durchgegart. Also ich hab schon oft Spareribs gegessen. Ich habe auch schon oft gute Spareribs gegessen, aber die waren halt so, dass wirklich der Knochen von den Spareribs weiß war. Komplett weiß. Also alpiner weiß, schneeweiß. Da war nichts mehr dran. Ja, das ist geil. So. Richtig schön mit einer Honig Barbecue-Soße. Also war schon echt. Kann ich nur empfehlen. Also wenn ihr mal so ein Angebot kriegt für so einen Grillabend oder für so ein Grillseminar, die sind mega geil. Gibt es natürlich von verschiedenen Herstellern, aber kann ich ja jetzt hier mal sagen, ich mache jetzt hier mal Schleichwerbung von Weber Grill. War das und Hammer. Absolut Hammer. Werde ich auch wieder machen. Ja, das würde mich auch mal reizen, ja. So das haben wir. Ich vergesse die ganze Zeit, was ich eigentlich wollte. Also ich mache, was ich wollte. Ich räume hier mal das Lager auf. Ach genau, ich wollte hier die Blumen reinpacken für die Farbe. Wie wollen wir denn den Fußboden streichen? Vom kompletten, also von diesem Deck hier unten würde ich komplett in einer Farbe machen. Pass es an Günthers zukünftige Farbe an. Mach es blutrot. Echt? Wollen wir gelb, schwarz, rot machen? Nein, bloß nicht. was hältst du von weiß? Weiß habe ich schon. Prallt es nicht ein bisschen? Die Blumen sind eins weiter links. Ja, aber ja, warum eigentlich nicht? Weiß oder wir könnten, naja gut, wir haben, was haben wir denn? Wir haben eigentlich nur schwarz, weiß. Na gut, wir können auch mischen, ne? Mischen? Mission Impossible? Was?
Farben mischen. So. Was kann man denn? Oh, pink. Machen wir uns ein Bildchen. Oder, oh, weißt du was? Mach das und ich verfolge dich den ganzen Abend. Ja, das denke ich mir. Weißt du, was geil wäre? So was ein denn? Türkis. Ja, da könnte ich mitleben. Das mittlere finde ich eigentlich am besten. Die Aussage, das mittlere hilft mir jetzt leider relativ wenig, weil ich die Farbpalette nicht kenne. Wenn du deinen Pinsel nimmst und dann bei Türkis guckst, das mittlere. Pinsel. Pinsel, Rechtsklick. Ja, mal, ich muss jetzt mal was trinken. Bin am Verdursten. Ja, trink erst mal was, hm? Lass dir schmecken. Das mittlere. Ja, doch, das schaut auch gar nicht so verkehrt aus. Ups. Okay, dann machen wir es Türkis. Kürtis? Türkis. Was ist eigentlich dieser Türkis und wo kann man ihn finden? In Minecraft oder? An Türen, Mann. Frag nicht ja. So blöd. So, und das hier aus. Und falls ihr euch fragt, warum wir so doof sind, fragt einfach nicht. Die fragen sich doch nicht mehr, warum wir so doof sind. Die kennen uns inzwischen. Die haben resigniert, meinst du? Ja, klar. So. Ich laufe die ganze Folge schon doof durch die Gegend. Weil ich nicht weiß, was ich machen soll. Siehst du, ich sag ja, ich weiß, was ich machen soll. Und das tue ich auch. Ich räume auf. So, ich räume dir wieder deinen ganzen Dreck hinterher. Ja, ich schmeiß dir jetzt auch ein paar Sachen hin, die du einräumen kannst in die Kisten. Und ich schaue mir später an, wo du was einsortiert hast. So, pass mal auf. Viel Spaß beim Suchen. Hier, die brauche ich noch. Hier ist Plastik, das kannst du haben. Hier ist das. Warum sind eigentlich bei den Fischen Steine mit drin? Hier, weil ich doof bin. Das hast du jetzt du gesagt. Ja, war aber auch so gemeint. Hier ist nochmal Holz, hier sind Palmwedel, hier sind Blumen. Blumen. Sag doch, dass du schon schmeißt. Hab ich doch. Ich schmeiß. Warte mal, mein Inventar ist gerade voll. Das Problem du hast ist schon alles. Ja, bloß falls du noch was schmeißen willst. Nö. Weil das Zeug despawnt nämlich mittlerweile ja ziemlich schnell. Das haben wir ja neulich schon mal festgestellt. Du hast schon alles, was ich dir geben wollte. Steine und ein paar Seile. Kunststoff. Haben wir Steine und... Wieso ist hier... Achso, da sind Palmwedel drin. Da unten sind nur Palmwedel, ja. Die Steine und den Kunststoff kannst du mir in die Kiste oben drüber packen. Nee, ich würde jetzt ja quasi... Ich will sie rausnehmen. Achso, Steine haben wir da, genau. Okay. Da ist jetzt auch ein Kunststoff drin. Du denkst dir schon ein System aus, das du mir später erklärst, oder? Ich versuch's. Okay, also halt in eine Ecke Baumaterialien und in eine Ecke Essen und in eine Ecke halt solche Sachen. Irgendwie so, ja. Du machst das schon. Du erklärst mir später das System des Lagers. Wenn das Lager fertig ist, ist in jeder Kiste eine Sorte Fisch. Du willst für jedes Item eine Kiste machen? Ja. Okay. Aber dann lass uns noch eine Kiste machen für Werkzeuge, für fertige Werkzeuge, Hammer, Äxte etc. Höre, Freunde, wer will eine Kiste für Werkzeug? Oh, ich habe Angst. Wieso denn? So viel Angst. Ja, aber können wir tun. Jetzt habe ich vergessen, was ich machen wollte. Ja, ich vergesse das hier die ganze Zeit. Ich bin voll neben der Spur heute. Das ist auch die letzte Folge für heute. Aber weißt du, was ich jetzt mal mache? Smooth, weil ich dampf hier. Das ist auch die letzte Folge für heute. Okay. Wieso hast du Haralds Kopf in den Händen? Brauch Nägel. Und die willst du ihm aus dem Gebiss reißen? Oder? Egal. Ja. Ich brauch Nägel. Wo haben wir Nägel? Da haben wir Nägel. Da. Harald. Kunststoff. Ich brauch Kunststoff. Wir haben keinen Kunststoff mehr. Okay. Ich kann mir keine Pfeile bauen. Heul. Da. Möchtest du an dieser Insel nochmal tauchen oder kann ich den Anker lichten? Unser. Geil. Warte mal. Hier darfst du dir auch noch einen einfallen lassen. Hinter dir. Warte mal. Hier. Ah, das hier. Kann ich nicht streichen, schade. Ah, okay. Ah, okay. Wo soll der hin?
Such dir was aus. Ja, machen wir hier so eine kleine Reihe dann? Hm. Ist jetzt die Frage, wollen wir am Anfang gleich direkt nebeneinander oder lassen wir erst einmal einen Platz dazwischen? Können wir auch machen. Ich verhungere. Text eingeben. Hm. Wieso sind eigentlich die Kisten jetzt... Hä? Nein! Was nein? Was meinst du? Nee, machen wir so. Warum habe ich eigentlich die Kiste mit dem Essen neben der Tür? Hier, guck. Guck. Ich guck? Harald, der Zweite. Geil. Ah. Nein! Da ist Harald, der 17. Hm. Stirb! Mistvieh. Ah nee, den verdammt. Ich war zu langsam. Zack. Zack. So. Wenn wir wieder was zu essen machen. Oh, es ist so heiß. Es ist doch nicht heiß. So. Das genau die Temperatur, die es haben soll. Ich habe irgendwie das Gefühl, du bekommst langsam Angst vor mir. Kann das sein? Die Wand. Wir müssen auch den Anker und das alles hier später noch umbauen, weil da müsste eigentlich ein Gang rein, dass man dahinter laufen kann. Ja. Ja gut, wir können den Anker ja einfach eins nach vorne platzieren oder zwei. Ja, ich würde jetzt erstmal noch warten, weil wir müssen hier vorne dann eh umbauen. Ja, ist auch wunderbar. Zack. So, Lachs dahin. Ei her. Bundarsch auf den Grill. Aua, ich habe mir die Füße verbrannt. Hast du jetzt vorhin gesagt, wir können weiterfahren oder möchtest du noch an der Insel tauchen nochmal? Ich glaube, tauchen wäre jetzt eigentlich gar nicht verkehrt, wenn wir nochmal ein bisschen gehen, weil hier liegt noch Schrott rum und Schrott brauchen wir ja sowieso die ganze Zeit. Das stimmt. Ne? Du bist so klug. Ab und zu mal, ja. Ab und zu, ab und zu. Au. Weniger klug bin ich, wenn ich vor Günther ins Wasser springe. Jetzt fällt's mal auf, warum haben wir die Schilder eigentlich Harald genannt, wenn wir die ganze Zeit Günther zu ihm sagen? Weil wir früher Harald gesagt haben. Also, au. Lass das! Aber manchmal ist es Günther, manchmal ist es Harald. Ich nehme das nicht so ernst. Na. What the f... Naja. So ist er halt, unser Smooth. So. Da gibt's noch mehr. Was? Ja, ich muss definitiv mit den Effekten noch rumspielen. Ich kenne sie noch nicht auswendig. Da gab's noch ein paar schöne. Ich werde bloß nicht hier mitten in der Aufnahme das Rumtesten anfangen. Mist, das Move hat wieder ein Werkzeug. Ein Spielzeug. Ein Werkzeug. Ach. Wieder? So, ich krieg mal wieder keine Palmsamen. Warum krieg ich keine Palmsamen? Das haben sie auf jeden Fall geändert. Das kann gut sein, ja. Ich habe aus drei Bäumen nicht einen einzigen rausbekommen. Vier Stück haben wir noch. Ja, ich habe auch noch sechs Stück. So, dann machen wir das noch so. Noch ist alles im grünen Bereich. Jo, machen wir da so eine Chaoskiste. Oben drüber kommen die Köpfe. Was sind Köpfchen? Nein, da sind wir falsch. Da sind wir auch falsch. Er fragt mich, ob ich manchmal Angst vor ihm habe. So, hier rein. Ich. Wieso? Meine Freunde. Gleich geht's wieder los. Los, los. Eine neue Runde, eine neue Wahnsinnsfahrt. Genau. Oh Mann, ey. So, Eisen rein, Holz rein. Nein. Oh, was liegt da denn auf dem Grill? Ein Bunker. Gönn dir. Ich gönn mir jetzt. Ist mir jetzt egal. Gönn dir von gönn dir. So, die Mupfe kommt damit rein. Ah, siehst du, da kann ich eigentlich auch mal die. So, okay. Soll ich die anderen Palmen auch noch abreißen? Ach, warum eigentlich nicht? Ich weiß eh nicht, was ich tun soll. Klopp. Klopp. Ne? Klopp. Klopp. Wieder keinen Palmsamen bekommen. Okay.
Das ist strange. Das ist echt, jetzt habe ich einen gekriegt. Hey! Wir haben noch einen. Hey! Ja, noch das mit drin. Komm, noch einen. Ja, Samen, Blumen, was zu futtern. Sei der auch noch eine Dummel. Ach du Scheiße, haben wir viel Kokosnüsse. Ja klar, aber ich fäll ja auch die ganze Zeit hier Bäume. Ist doch gut, es ist so Notfall. Rationen, das passt schon. Wenn wir ich und meine dicken Nüsse. Was? Ja. Eindeutig, zweideutig. Ja, ja. So. Ja, dann machen wir doch mal hier rein, hier rein, hier rein, zack. Da rein, da rein. Nein, hier rein. Ich brauche wieder eine Axt und ich kann mir keine craften, weil wir keinen Schrott mehr haben. Ja, wir sollten tauchen gehen. Ich brauche nämlich bald eine Axt. Grab mal an. Zu dir? Grab mal an. Hast du noch kurz? Kurzen Moment? Weil dann mache ich hier nämlich die Palmen noch weg. Die letzte Reihe. Ja, dann einfach hier zu mir ins Lager kommen. Mittlere Reihe, rechte Kiste. Mittlere Reihe, rechte Kiste. Okay. Jo. Nein, meine Wasserflasche wollte ich da nicht reinschmeißen. Willst du? Wir haben doch nur über 20 Palmsamen. Na, dann passt. 25 Stück, um genau zu sein. Na, dann passt. Aber so, wenn nichts nachkommt, werden die auch irgendwann aufgebraucht sein. So, das ist allerdings auch wieder mittlere wahr. Reihe, rechte Kiste, hast du gesagt. Jo. Oh, Günther, lass das. Du nervst. Irisch. Was denn? Nix, nix, nix. Ich hab bloß gerade lachen müssen, weil ich meinen Speer nicht gefunden habe. Achso. Ich wollte dich unterstützen, aber ich war zu doof. Es ist zu heiß, ich kann mich nicht konzentrieren. Da sagst du was. So. Echt übel. War das so? Nein, das warum gehe ich schwimmen? Das kann ich dir nicht beantworten. Habe ich alles wieder angepflanzt? Ich habe alles wieder angepflanzt. Ja, und gegossen auch. Perfekt. Okay, gut. Dann sieht's ja gar nicht so schlecht aus. Na, komm, so, hier, Ledersand. Gecraftet. Den Schrott. So, ich habe wieder ein paar Sachen für dich zum Abgeben, aber jetzt schaue ich selber mal in die Kisten, wo was ist. Oh, viel Spaß. Ich merke schon. Also hier sind Samen und sowas. Ja, jetzt haben wir 100%iges System, habe ich da auch noch mit drin. Das könnte noch etwas dauern. Ja, vor allem wir brauchen auch mehrere Kisten, zum Beispiel für Palmblätter, weil die werden wir sehr, sehr viele davon haben. Ja gut, es gibt verschiedene Sachen, wie eben Palmblätter, wie Steine zum Beispiel, wovon wir auch sehr, sehr viel bekommen. Wo wir, glaube ich, einfach eine ganze Dreierreihe letzten Endes machen. Ja. Weil das Zeug brauchst du ja auch immer wieder. Na, da außen liegt immer nur Steine. Die wäre wahnsinnig. Das kommt mit neu, das kommt mit neu, das kommt mit neu. Die Federn kommen mit rein. Yay, ich kann wieder eine Kiste abbauen. Kisten. Was haben wir hier? Hier haben wir Holz. Da packe ich mal die rein. Das behalte ich mal. Wir haben gerade Seegang. Was haben wir? Und Wattenseegang. Ja, ist doch schön. So, Holzen packen wir auch mal damit rein. Da oben. Lass Feder raus. Kommen wir mal ganz nach oben. Nein, den Eisenbahn wollte ich da jetzt nicht mit reinschmeißen. Wo habe ich die Seile hin? Ach, da sind auch Kokosnüsse. Hä? Hier sind Kokosnüsse, da sind Kokosnüsse. Ja, die Kokosnüsse sind noch nicht sauber einsortiert. Okay, ich habe noch Palmwedel. Wo kann ich denn die reinschmeißen? Gar nirgends rum. Einfach in die Kiste oben drüber. Also rechts, rechts mittlere Kiste. Halt, nein. Das ist falsch. Mittlere. Rechts mittlere. Ja, die hier, genau. Ah, okay. Jetzt schmeiße ich das da rein. Das behalte ich mal. Da habe ich immer noch Steine einstecken. Ja, Himmel, Herrgott. Schrott, wo soll ich Schrott reinschmeißen? Auch in die Kiste. Auch in die Kiste. Vorläufig mal, ja. Gut, den behalte ich. Das Holz behalte ich mal. Nein, das war nix. Da konzentrieren und schön positionieren. Bereitest du mal das einen Fischköder vor? Oder, naja, machen wir in der nächsten Folge, würde ich sagen. Wenn wir uns dann da noch dran erinnern, weil wir sind schon wieder bei 30 Minuten. Ach, schon wieder. Ey, die Zeit frisst.
Oh ja, die Zeit verrennt, das ist nicht mehr feierlich. Übel. Na? Und hier ist unser Boot lidiert. Wo ist unser Boot lidiert? Hier. Ich habe kein Plastik. Kann sie nicht reparieren. Oh, vorne, wie, was? Vorne, ach, an vorne. Der Spitze. Achso, ja, ich glaube, da hat er vorhin mal ein Stück rausgebissen. Wobei, nein, da hatten wir ihn doch aufgehalten. Eigentlich schon. Haben wir noch irgendwo Plastik? Ja, das sind die Antworten, die ich von Mr. Smooth immer bekomme. Wow. So, ja. Nein, haben wir nicht. Das ist eine gute Frage. Was kann man eigentlich mit den Muscheln machen? Riesenmuscheln. Ich habe keine Ahnung. Hm. Nein, zu kurz. Okay, müssen wir in der nächsten Folge reparieren. Ich habe leider kein Plastik. Mist. Sag mal, Eichi. Was ist denn das für ein schlechter Witz hier? Was denn? Die sehr effektive Leiter ins Nichts. Ja, da wollten wir ja noch anbauen. Stimmt, da war was. Aber ich dachte mir jetzt gerade, naja, nachdem der Sprung nicht geklappt hat, gehe ich halt über die rechte Leiter hoch. Um dann festzustellen, da gibt's keine rechte Leiter. Habe ich doch schon gesagt, hier ist eine Leiter ins Nichts. Nee, also, das soll echt? Auch noch da hochgehen. Müssen wir in der nächsten Folge fertig machen. Aber jetzt komm mal her. Nein. Doch, Folge beenden. Nein. Folge beenden. Folge beenden. Nein. Folge beenden. Jetzt können wir Folge beenden. Wo ist er? Verdammt. Wow. Warte. Ach, komm aus dem Gebüsch raus. Hallo. Hey. Möchtest du dich verabschieden? Können wir tun. Aber diesmal. Freunde der Sonne und der Nacht, es hat einmal wieder Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.